Ja, ein herzliches Hallo. Ich bin Konstanze Kaiderling vom Studierendenwerk Berlin. Ich leite das Schreibzentrum und ja, ich möchte Ihnen heute einen Überblick darüber geben, was haben wir für Angebote im Schreibzentrum, wie unterstützen wir die Studierenden und vor allen Dingen, wie können Sie uns auch erreichen? Okay, also das Schreibzentrum des Studierendenwerks. Ganz kurz vielleicht nur zum Studierendenwerk Berlin. Alle Berliner Studierenden kommen um das Studierendenwerk nicht herum. Wir bieten ja neben dem Schreibzentrum auch Studierendenwohnheime, Beratungsangebote, die Mensen und Cafeterien und zahlreiche Beratungsangebote, wie zum Beispiel die Sozialberatung oder psychologische Beratung oder auch Trainings für Studierende. Und alle Berliner Studierenden, die an uns einen Semesterbeitrag auch zahlen, können die Angebote auch kostenlos nutzen. Also das, was ich Ihnen heute vorstelle, ist für Sie kostenlos zu nutzen. Ja, das Schreibzentrum. Wir richten uns an alle Berliner Studierenden unserer Kooperationshochschulen, also auch TU-Studierende sind da auf jeden Fall unsere Zielgruppe, und zwar in Bachelor-, Master- und Staatsexamen-Studiengängen. Wenn jetzt der ein oder die andere Doktorandin oder Promovierende da sind, an die richtet sich unser Angebot nicht, weil ich glaube, da genau, reichen unsere Kapazitäten nicht, und da sind sicherlich auch noch mal andere Unterstützungen notwendig. Ja, warum gibt es uns eigentlich? Also unser Motto ist sozusagen, oder wir wissen, dass ein erfolgreiches Studium ist eigentlich nur möglich, wenn man kompetent mit Texten umgehen kann. Und sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben. Also ums Schreiben kommt man im Studium natürlich nicht rum, selbst wenn man vielleicht eher in einem ingenieurwissenschaftlichen, technischen Studiengang unterwegs ist. Irgendwann muss man sicherlich mal eine Hausarbeit schreiben und spätestens zum Abschluss eine Bachelor- oder Masterarbeit. Und uns ist wichtig, dass wir vermitteln wollen, dass Schreiben immer ein Prozess ist. Wenn man eine Hausarbeit schreiben muss oder eine Abschlussarbeit, dann ist das vielleicht erstmal eine große Hürde, ein großer Berg. Und ich komme später nochmal dazu, dass es uns einfach wichtig ist, immer diese vielen kleinen Teilschritte, die zum Schreiben dazugehören, zu verdeutlichen, um so einen Zugang dazu bekommen und dass man das auch meistern kann. Und dann ist noch unser Motto, wir glauben, dass man einfach akademisches und wissenschaftliches Schreiben lernen kann. Es ist letztendlich ein Handwerk, das braucht auch Übung und es braucht Zeit. Aber es gibt keine Schreibgenies, die das einfach irgendwie können. Und das akademische Schreiben unterscheidet sich natürlich auch wesentlich vom Alltagsschreiben oder von dem Schreiben, was man so in der Schule lernt. Und wir wollen da einfach eine Unterstützung bieten, dass man das lernt, dass man das Handwerkszeug lernt und dass man da auch eine Rückmeldung bekommt. Ja, hier mal im Überblick unsere Angebote. Ich gehe dann gleich nochmal darauf ein, was sich hinter jedem Einzelnen verbirgt, also Einzelberatung. Wir haben aber auch viele Angebote für Gruppen und wir haben auch sogenannte Schreibevents. Da komme ich gleich nochmal dazu. Ja, ich habe ein Team, also wir sind ein Team von 8 Mitarbeitenden. Wir haben 2 festangestellte Mitarbeitende, die vor allen Dingen die Workshops machen. Und die Schreibberatung machen bei uns vor allen Dingen unsere ausgebildeten studentischen Schreibberaterinnen oder Schreibtutorinnen, weil das Prinzip unserer Beratung ist sozusagen ein Peer-to-Peer-Prinzip auf Augenhöhe von Studierenden für Studierende. Und unser Beratungsansatz ist auch nicht direktiv. Das bedeutet, wir verstehen uns nicht als die allwissenden Schreibtrainerinnen, die Ihnen sagen, was Sie zu tun haben oder zu lassen haben, sondern wir versuchen immer mit Fragetechniken, mit Gesprächstechniken im Beratungsgespräch, ja, zu schauen, wo stehen Sie, wo sind Ihre Stärken, wo sind aber auch Ihre Schwächen und sozusagen sie dort abzuholen, wo sie sind und lösungs- und ressourcenorientiert zu arbeiten. Und wir wissen, dass schon allein das Gespräch über das Schreiben oder über Hürden, die ihnen im Schreibprozess begegnen, schon viel Positives bewirkt, dass sie selber auch schon Lösungen und Ideen zur Weiterarbeit entwickeln können. Und das versuchen wir eben mit unserem nicht direktiven Beratungsansatz.
Wie läuft denn so eine Einzelberatung ab? Man kann nicht einfach vorbeikommen spontan, sondern man würde einen Termin vereinbaren. Da gibt es auf unserer Webseite ein Kontaktformular oder man schreibt eine E-Mail. Und wenn Sie einen Termin bei uns haben, dann nehmen wir uns bis zu einer Stunde Zeit. Also wir haben wirklich auch Zeit, um über alles, wo der Schuh drückt, zu sprechen. Möglich ist es persönlich, entweder in der Hardenbergstraße, das ist ja in der Nähe, gleich beim Hauptgebäude, in der Nähe von der großen TU-Mensa. Und wir haben auch noch ein Büro in der Thielallee, Nähe der FU. Aber wir sind auch online. Online-Gespräche sind natürlich auch möglich oder telefonische Gespräche. Und durch die Corona-Situation haben wir eigentlich auch bis zu 95% Online-Beratung aktuell. Ja, nicht immer kann alles in einem Termin geklärt werden, gerade wenn Sie vielleicht ein längeres Schreibprojekt wie eine Hausarbeit haben oder wie eine Abschlussarbeit. Da sind auch immer Folgeberatungen möglich. Und die Themen sind sehr individuell. Wir richten uns wirklich danach, was Sie auf dem Herzen haben, wo der Schuh drückt. Und ganz, ganz wichtig, wir werden manchmal gefragt, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich weiß nicht, ob mein Anliegen hier passt. Also unser Credo ist sozusagen, kein Thema ist zu klein für eine Beratung mit uns. Also sobald Sie merken, Sie haben Fragen, sobald Sie merken, irgendwie passt es gerade nicht, sei es jetzt Ihr Thema, Ihre Gliederung oder Sie kommen irgendwie nicht weiter im Schreibprozess, dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns. Ja, schon allein das Sprechen über das Schreiben hilft und entlastet. Das wissen wir einfach auch aus der Rückmeldung von vielen Studierenden, die zu uns kommen. Ich habe mal so ein paar Beispielthemen mitgebracht. Wie gesagt, das sind nicht alle unsere Themen, die wir besprechen, aber häufig geht es doch darum, zum Beispiel, wie finde ich überhaupt ein Thema für meine Hausarbeit? Oder ich habe ein Thema gefunden, aber das ist irgendwie noch zu groß. Wie grenze ich das denn gut ein? Wie finde ich eine gute Fragestellung? Alles das können wir besprechen. Oder Sie haben vielleicht ein Thema, aber es geht darum, wie gliedere ich meine Arbeit? Oder ich habe schon eine Gliederung, aber irgendwie wirkt das alles noch gar nicht rund. Auch das können wir besprechen. Hier vielleicht nochmal der Hinweis. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir richten uns an Studierende aller Fachrichtungen und unsere Schreibpeer-Tutorinnen studieren natürlich selber auch in einem bestimmten Gebiet. Wir können natürlich gar keine fachinhaltliche Beratung leisten. Also alles, was das Fachliche angeht, das müssen Sie natürlich mit Ihren Dozierenden, mit Ihren Betreuerinnen besprechen. Aber trotzdem kann man auch, was ein Thema angeht, eine Fragestellung angeht oder eine Gliederung angeht, mit einem professionellen Blick von außen schon einschätzen, ob ein Thema zu groß ist oder ob eine Fragestellung präzise ist oder ob eine Gliederung gemäß den wissenschaftlichen Standards denn auch sinnvoll ist. Ja, dann sind natürlich auch immer wieder so Themen wie schaffe ich es überhaupt regelmäßig zu schreiben, Zeitplanung. Da geht es auch häufig um Motivationsprobleme oder wie bekomme ich das eigentlich alles hin mit Nebenjob und privaten Verpflichtungen. Da können wir auch gerne individuell mit Ihnen mal auf den Zeitplan schauen. Dann aber auch, wenn Sie vielleicht schon was geschrieben haben und unsicher sind, klingt das überhaupt wissenschaftlich oder zitiere ich richtig? Auch bei solchen Fragen können Sie gerne zu uns kommen. Oder generell so hier wie das Foto, das zeigt, man sitzt vor dem leeren Block oder vor dem leeren Word-Dokument und hat schon verschiedene Versuche und man ist schon leicht verzweifelt. Also es geht so ein bisschen Richtung Schreibblockade, auch da kommen Sie gerne zu uns. Es gibt einfach viele, wir kennen viele Schreibmethoden, kreative Schreibtechniken, die Ihnen helfen, da auch wieder in den Schreibfluss zu kommen. Ja, das wäre so die Einzelberatung. Dann bieten wir aber auch noch Textfeedback an. Also wenn Sie schon etwas geschrieben haben und Sie sind unsicher, klingt es wissenschaftlich, ist das irgendwie logisch, ist das verständlich, dann können Sie gerne 5 Seiten vorab an uns schicken im Word-Format und wir lesen das als interessierter fachlicher Laie zwar, aber als interessierter Leser mit geschultem Blick, was das wissenschaftliche Schreiben angeht und können Ihnen dann gerne ein Feedback geben. Und das Feedback besprechen wir dann auch gerne mit Ihnen im Beratungsgespräch. Ganz wichtig bei dem Textfeedback, wir machen kein Lektorat oder Korrektorat. Das heißt, wir
werden nicht auf Rechtschreibung oder Kommasetzung achten. Das sind eher so nachgelagerte Sachen, sondern wir gucken wirklich auf Aufbau, Verständlichkeit, Logik, Argumentation, also eher so diesen Überbau. Und wie gesagt, also inhaltliche Unterstützung, fachlich inhaltliche Unterstützung können wir nicht bieten. Und wir machen jetzt auch keine Feuerwehreinsätze in dem Sinne, dass sie uns Donnerstagabend einen Text schicken und sagen, den muss ich Freitag früh abgeben. Also auch das ist nicht möglich. Genau. Und wichtig einfach, die Verantwortung für den Text bleibt natürlich immer bei Ihnen, bei den Studierenden. Gut, dann stelle ich kurz nochmal die Gruppenveranstaltung vor. Also wir haben seit der Corona-Zeit, die ja dazu geführt hat, dass die Studierenden zu Hause relativ einsam wahrscheinlich vor dem Bildschirm viel Zeit verbringen mussten, haben wir unsere sehr beliebte Online-Schreibzeit eingeführt. Die findet immer so 2 bis 3 Mal pro Woche statt. Das ist ein Zeitslot von 3 Stunden, also ein fester virtueller Rahmen. Man muss sich vorher auch anmelden. Da melden sich immer so ungefähr 20 bis 30 Studierende an. Und genau, man trifft sich quasi virtuell. Es ist immer einer von unseren Schreibtutorinnen dabei, der das Ganze leitet. Und wir arbeiten dort mit der Pomodoro-Methode. Das ist ja eine Methode, um ja in möglichst kurzer Zeit sehr konzentriert zu arbeiten. Und das ist, also die Online-Schreibzeit bietet sich zum Beispiel an, wenn Sie gerade in einer Schreibphase sind, wenn Sie gerade an einer wissenschaftlichen Arbeit schreiben oder wenn Sie auch Ihre Hausaufgaben vielleicht machen müssen und wollen das nicht einfach ganz alleine vor dem Bildschirm zu Hause, sondern Sie wissen, zur gleichen Zeit sind einfach noch andere Studierende da. Und es ist einfach ein motivierender Rahmen. Genau, und darüber hinaus bieten wir noch viele, viele andere Workshops. Ziemlich breites Angebot. Ich glaube, wir haben 26 verschiedene Workshop-Repertoire. Da geht es um den Schreibprozess, zur Zeitplanung, Themenfindung, wie formuliere ich eine Fragestellung, wie überarbeite ich richtig zum wissenschaftlichen Stil und. Also eine ganz breite Palette. Auch da muss man sich immer vorher anmelden und da müssen Sie einfach auf der Seite vom Studierendenwerk schauen in den Veranstaltungskalendern. Da muss man auch ein bisschen schnell sein, weil die immer sehr beliebt sind. Ja, dann für alle, die jetzt schon Richtung Abschlussphase im Studium sind, also wer demnächst seine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben muss, für den könnte unsere Schreibgruppe für Abschlussarbeiten interessant sein. Das ist eine feste Gruppe an 10 Terminen, also 10 Wochen hintereinander, immer ein fester Termin. Ich glaube, für die neue Gruppe ist es immer montags von 10 bis 13 Uhr, würde man sich treffen in einer festen Gruppe. Und sozusagen da nochmal einen inhaltlichen Input geben, aber es gibt dann auch eine Schreibzeit, man kann sich gegenseitig auch Feedback geben und einholen und das soll sozusagen auch nochmal so ein motivierender Rahmen sein, um Sie bei der Abschlussarbeit ein bisschen zu unterstützen. Also auch da sind, glaube ich, noch wenige Plätze jetzt frei, da muss man auch schnell sein, das finden Sie auch nochmal auf unserer Webseite. Ja, jetzt komme ich noch mal ein bisschen zu dem Schreibprozess. Ich hatte ja eingangs gesagt, für uns ist wichtig, Ihnen zu vermitteln, dass das Schreiben ein Prozess ist und dass es viele, viele kleine Teilschritte bedarf, um zum Ziel zu kommen. Und hier ist mal eine ganz, ganz grobe Übersicht, was denn dieser Schreibprozess beinhaltet. Und da wäre sozusagen diese erste Phase hier links. Das ist die Phase Orientierung, Planung, Recherchieren. Man überlegt ein bisschen, man geht in die Bibliothek, man liest ein bisschen quer, man berät sich vielleicht mit Kommilitonen, geht vielleicht das erste Mal zum Betreuer, zur Betreuerin, um so ein bisschen das Thema einzugrenzen und abzuklopfen. Und das ist ja die Phase, wo man meistens noch gar kein Ergebnis sieht. Man hat noch gar nicht geschrieben und es gibt einfach auch Schreibtypen, bei denen diese Phase auch lange dauert, was völlig okay ist. Man sollte sich einfach nur bewusst machen, auch das gehört schon zum Schreibprozess dazu. Genau. Wenn man dann idealerweise ein Thema hat und das auch abgeklärt ist, dann geht es sozusagen in den Übergang zur zweiten Phase und ganz, ganz wichtig hier nochmal gelb markiert,
Zu jeder guten wissenschaftlichen Arbeit gehört eine gute, präzise Fragestellung. Das ist ganz wichtig. Das ist hier nochmal deswegen auch mit Ausrufezeichen hervorgehoben. Eine gute Fragestellung ist das A und O einer gelingenden Arbeit. Und wenn man da nicht präzise gearbeitet hat an diesem Schritt, wird man früher oder später davon eingeholt werden und man muss dann nochmal nachsteuern. Also deswegen an dieser Stelle nochmal etwas herausgestrichen. Ja, diese zweite Phase wäre dann eher die Phase, man hat das Thema, man hat die Fragestellung, man hat eine Gliederung, man weiß, worüber man schreiben möchte. Und da geht es dann wirklich darum, das intensive Lesen, das Material auszuwerten, das zu strukturieren. Bei einer Abschlussarbeit geht es dann vielleicht auch darum, Erhebungen zu machen, Versuche, Befragungen, was auch immer. Da geht es eben darum, dieses Material auszuwerten und zu strukturieren. Und wenn man das gemacht hat, dann erst geht es eigentlich an das Schreiben der Rohfassung. Das ist jetzt hier so ein idealtypischer Schreibprozess. Und Schreiben der Rohfassung, da vielleicht wird der ein oder die andere von Ihnen jetzt ein bisschen mit Fragezeichen da sitzen. Rohfassung, wieso schreibe ich denn eine Rohfassung? Ich schreibe doch am liebsten eigentlich gleich druckreif. Und dieser Anspruch, möglichst druckreif zu schreiben, der kann in der Regel, führt der eigentlich zu Schreibhemmungen und Schreibblockaden. Also hier sollte man sich vielleicht erstmal an eine Rohfassung setzen, die noch nicht perfekt sein muss, was die Grammatik, was den Ausdruck angeht. Und es muss auch vielleicht auch noch gar nicht in der perfekten Reihenfolge sein, aber wesentlich, dass man seine Gedanken und seine Ergebnisse einfach erstmal runterschreibt, bevor man dann in die vierte Phase gehen kann. Also das wäre dann das Überarbeiten. Man holt sich mal ein Feedback ein, man gibt den Text mal in andere Hände, lässt mal jemanden drüber lesen und man überarbeitet das Ganze nochmal hinsichtlich der Fragestellung, hinsichtlich des roten Fadens, hinsichtlich des wissenschaftlichen Stils. Und zum Schluss die letzte Phase, das sind eher nochmal diese Formalia, wirklich nochmal Korrektur lesen, Layouten abgeben. Also das ist ganz kurz nochmal dieser Schreibprozess und ich würde kurz mal switchen. Ich switche jetzt mal auf unsere Website. Ich hoffe, Sie können das alles sehen. Also nicht wundern, das ist jetzt eigentlich erstmal das gleiche Bild. Wir sind jetzt aber auf der Internetseite des Studierendenwerks vom Schreibzentrum. Da haben wir nämlich anhand dieses Schreibprozesses ein paar Lernmaterialien für Sie bereitgestellt. Das wollte ich Ihnen gerne nochmal zeigen. Also Sie sehen hier nochmal die fünf Phasen: Orientierung, Planung, Strukturieren, Schreiben der Rohfassung, Feedback, Korrigieren. Und hinter jeder Phase verbergen sich hier nochmal Handouts und weiterführende Informationen, zum Beispiel ein Handout, wie kann ich mein Thema eingrenzen oder wie schreibe ich ein Blitzexposé oder wie mache ich eine Mindmap. Also das nur nochmal, wenn Sie mal ein bisschen stöbern wollen. Also wir haben einfach auch ein paar Materialien für Sie. So, jetzt switche ich mal wieder in meine PowerPoint. Ja, dann zum Schluss nochmal hier unsere Kontaktdaten, also www.stw-berlin/Schreibzentrum. Da finden Sie alles nochmal, was ich heute gesagt habe. Wir schicken einmal im Monat schicken wir ein Newsletter an alle, die interessiert sind. Da sind immer unsere Veranstaltungen, unsere Workshops und Termine für den kommenden Monat aufgelistet. Wenn Sie da Interesse haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schreibberatung@stw.berlin. Dann nehmen wir Sie gerne mit in den Newsletter auf. Und ansonsten, ja, sind wir telefonisch erreichbar oder wenn Sie wirklich einen persönlichen Beratungstermin machen möchten, auch gerne hier in den beiden Standorten Hardenbergstraße oder Thielallee.